So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge StarCraft Brood War. Letztes Mal sind wir auf Shakuras angekommen und haben den Xel'Naga-Tempel gefunden. Und nun müssen wir uns auf die Suche nach dem Kristall Uray machen, um die beiden Kristalle zu vereinen. Uray und den anderen habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht im Kopf. Kalis? Auf jeden Fall beinhaltet eine die Energien der dunklen Templer, der andere die Energien der hellen Templer, also der normalen Templer, wie man sie kennt. Und damit könnten wir die Zerg von Shakuras vertreiben. Die Suche nach Uray. Rotos Flotte im Orbit um den Planeten Braxis. Nun denn, Kerrigan. So erklärt, was euch zu uns führt. Was sind das für Neuigkeiten, die ihr uns bringen wollt? Auf Char wächst ein neuer Overmind heran. Unmöglich! Warum sollten wir ein Wort von dem glauben, was ihr uns zu sagen habt? Weil ich nicht mehr die blinde Mörderin bin, gegen die du auf Char gekämpft hast, Zeratul. Der Overmind ist tot. Welche üble Macht er auch immer über mich hatte, sie ist damit gebrochen. Ich weiß, das alles zu begreifen ist viel verlangt. Aber du musst mir glauben. Hier steht mehr auf sie dem Spiel lügt. Als... Sie ist verdorben bis ins Mark. Ich jedenfalls höre mir das nicht mehr länger an. Schweigt, Judikator. Sprecht weiter, Kerrigan. Wie es scheint, haben sich zahlreiche der abtrünnigen Zerebraten, die unter dem Kommando von Dagoth stehen, zu einem neuen Overmind vereinigt. Glücklicherweise befindet sich die Kreatur jedoch noch in ihrem Embryonalstadium. Sie kann den Schwarm noch nicht kontrollieren. Aber Dagoth und die anderen haben noch immer die Kontrolle über die meisten der Bruten. Die beiden Zerebraten, die ihr hier getötet habt, gehörten zu Dagoths Streitkräften. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, was passiert, wenn dieses Ding ausgewachsen ist. Ich garantiere euch, sollte es erwachen, wird es wieder völlig die Kontrolle über mich übernehmen. Genauso, wie es das schon einmal getan hat. Ich will nicht, dass das passiert. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr das auch nicht wollt. Selbst wenn es wahr sein sollte, was ihr sagt, so geht es uns vor allem um die Rettung dieser Welt und nicht um einen Angriff auf den neuen Overmind. Wir müssen die Kristalle Uray und Kalis finden, bevor wir alle vernichtet werden. Dann helfe ich euch bei eurer Suche. Wenn ihr die abtrünnigen Zerg besiegen könnt, die sich hier versammelt haben, schwächt das die Macht von Dagoth und seinesgleichen. Meine Kinder, ihr müsst eure Ängste und Vorbehalte beiseite schieben. Nur so könnt ihr tun, was getan werden muss. Kerrigan wird euch jetzt erst einmal bei euren Bemühungen zur Seite stehen. Obwohl sie einst eure Feindin war, sollten wir uns jetzt damit zufrieden geben, dass wir das gleiche Ziel verfolgen. Gebt ihr Zeit und eine Chance. Möglicherweise wird sie dann zu einer wertvollen Verbündeten für euch werden. Im Moment jedoch müsst ihr euch zunächst einmal auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Sucht auf dem Planeten Praxis nach Uray und lasst euch durch nichts davon abhalten, den Kristall zurückzubringen. Wir werden alles tun, was ihr verlangt, Matriarchin. Aber ihr könnt nicht von uns verlangen, Kerrigan ihre Verbrechen gegen unsere Rasse zu vergeben. Exekutor, bereitet unsere Streitkräfte vor. Wir werden zum Planeten Braxis aufbrechen, noch bevor der Mond wieder aufgeht. Okay, Ende der Besprechung. Kerrigan scheint vorübergehend, ich weiß nicht, ob das... so bleibt. Ich schätze einfach mal nicht, ich vermute einfach mal nicht, auf unserer Seite zu stehen. Und Aldaris scheint nicht sonderlich angetan davon zu sein. Okay, Terraner. Alles klar. Oder auch nicht. Lasst meine Mineralien in Ruhe, die brauche ich noch. Hört auf, meine Mineralien abzubauen, ich brauche die.
Okay, wir haben auch Kontrolle über Kerrigan. Ah. Interessant. Erklär mir doch mal etwas, Zeratul. Warum hat dein Volk diesen Terranern einen solch heiligen Kristall einfach so überlassen? Das hat es auch gar nicht getan. Vor langer Zeit war diese Welt eine Kolonie der Protoss. Sie wurde Kyrador genannt. Als der Streit zwischen unseren Stämmen sich immer mehr verschärfte, wurde dieser Planet und mit ihm der Urai-Kristall verlassen. Die Terraner sind erst kürzlich hierher gekommen. Oh, da sind ja Einheiten drin. Haha, zurück, zurück. Wir bilden mal kurz drei Scarabs aus, damit wir mal ohne Einheiten zu verlieren den Bunker zerstören können. Nicht das angreifen, du Trottel. Das da. Ich habe manchmal das Gefühl, die Räuber sind ein bisschen doof. Ich glaube, das ist nicht nur eine Vermutung, dieses ist einfach so. Aber sie kommen zurück. Ja, viel Spaß, Leute. Bitte lasst den Räuber heilen, den hätte ich doch gern behalten. Aber auf jeden Fall, wir haben Kontrolle über Kerrigan. Das dürfte eine interessante Mission werden. Muss ich mal langsam darum kümmern, dass ich hier ein paar Sachen aufbaue. Da geht es ja scheinbar runter. Dann bauen wir hier mal einen Pylon hin. Da hätte ich auch noch gerne ein. Solange der Nexus nicht fertig ist, wird das sowieso alles ein bisschen dauern. Könnte ja schon mal theoretisch... Na, ich kann auch keinen Warp-Knoten bauen, weil ich keinen Nexus habe. Heißt es wohl tatsächlich erstmal warten. Auf jeden Fall haben wir schon mal genug Pylone. Auch nicht schlecht. Eine relativ kleine Karte und wir müssen hier hin. Das ist doch schön. Und der Nexus ist fertig. Exekutor, wir haben ein Problem. Unsere Warp-Matrix wurde während des Transits beschädigt. Aufgrund der starken Beschädigungen können wir keine Sternentore mehr hierher warpen. Soll das heißen, ich krieg keine Unterstützung? Wie unerwartet. Das wäre auch zu einfach, wenn ich jetzt Unterstützung kriegen würde. Na gut, dann wohl nicht. Ich schätze mal, dass die Terraner uns trotzdem nicht mit offenen Armen empfangen werden, jetzt wo wir ihre Basis hier zerstört haben. Gehe ich mal zumindest stark von aus. Wenn doch, dann sind sie ziemlich beschränkt, will ich mal sagen. Aber mehr als erwarten können wir erstmal sowieso nicht. Bis wir ein paar Minereien zusammengesammelt haben. Ich könnte mal kurz. Komm mal mit. Ich möchte ein bisschen erkunden. Da ist auch noch ein Aufgang. Den habe ich nämlich gerade gar nicht gesehen. Okay. Verstehe. Wollen wir uns mal ein bisschen beeilen. Mal sehen, ob was das wird. Wie gesagt, ist erstmal warten. Als nächstes werde ich gleich den Warp-Knoten in Auftrag geben. Wie viele Mineralien haben wir hier? Oh, doch eine Menge. Relativ viel. Dafür relatív wenig Vespingas leider. Also, naja, 3000. Relativ wenig halt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kommen wir sogar ziemlich gut durch die Mission durch. Mineralien kriegen wir jetzt auch langsam genug. Ich könnte als nächstes mal einen Warp-Knoten in Auftrag geben. Damit wir ein paar Einheiten bauen können. Ein paar Berserker wären nicht schlecht. Am liebsten hätte ich ja sogar jetzt einen Beobachter, aber ich glaube, das ist etwas viel verlangt. So. Jetzt kann es weiter arbeiten gehen. Da kommt auch schon die nächste Sonde. Erstmal Mineralien abbauen, weil Vespingas brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Und ich finde es, sag mal, interessant, dass wir nur die Kontrolle über Kerrigan kriegen, aber nicht über die Zerg. Was wahrscheinlich daran liegt, dass Kerrigan im Moment keine Kontrolle über die Zerg hat. Oder generell keine Kontrolle über die Zerg hat. Aber sie haut noch genauso gut rein wie im Grundspiel auch. Wir könnten mit Kerrigan erkunden gehen. Immerhin kann sie sich tarnen. Und sie heilt sich von selbst. Ich glaube, es wäre gar keine so schlechte Idee. Wir machen das aber mal. In Ordnung. Aha, guck mal eine an. Schau eine an. Gut, dass ich das getan habe.
Das ist doch schön. Was ist jetzt wieder los? Das hat sich gelohnt. Ein Bunker, zwei Bunker. In Ordnung. Kommt da was an? Ich höre. Nee? Okay, ich lasse Carrie mal kurz alleine und hoffe, dass sie es hinkriegt. Was ist jetzt wieder los? Ja, das läuft doch gut. Da gibt es Mineralien. Die sollte ich mir schnell unter den Nagel reißen. Gar nicht mal so lange rumfackeln. Ich mach dich mal eben kaputt. Wenn er wiederkommt, hau ich ihn kaputt. Den da möchte ich gern weghaben. Greift ihn mich jetzt an? Ja, hier bleiben, Freund. Ja, sehr schön. Zwei Sonden können hier rein. Mehr Sonden brauche ich glaube nicht. Hört ihr mal auf damit. Ich hoffe, dass hier kein Raketenturm in der Nähe ist. Nee, sieht nicht so aus. Wenn ich jetzt angegriffen werde, habe ich natürlich ein Problem. Bitte nicht den da reparieren. Ich muss erstmal die ganzen WWFs loswerden, weil die stören mich doch irgendwie. So, auf Wiedersehen. Das gefällt mir. Kann ich den Panzer noch loswerden? Dann hau ich die auch ab. Sehr gut. Du weg. Oh, machen wir erstmal dich weg. Das ist doch schön. So habe ich das gerne. Wollen wir noch einen zweiten hiervon? Geben ein paar Berserker in Auftrag. Helgen darf erstmal da rumwüten. Bis das Ganze hier kaputt ist. Da kommt ein neuer WBF an. Ignorieren wir den, glaube ich, erstmal. Und zerstören die Kommandozentrale. Bei dem Schaden, den Carrie gemacht, sollte das kein Problem sein. Nee, das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Dann möchte ich schon mal ein paar neue von den Scarabs in Auftrag geben. Berserker sind da. Könntest du bitte damit aufhören? Das ist extrem störend, dass du das Ding wieder reparieren willst. Lass das. Und tschüss. Bitte nicht die Kommandozentrale reparieren, die möchte ich da nicht haben. Dann ein Kybernetik-Kern. Schmiede wäre als nächstes dran. Ich möchte die Mineralien nämlich gern für mich haben. Das wäre mir sehr wichtig. Jawohl, das Ding ist weg. Sehr gut. Wir müssen Carrion auch so langsam wieder abhauen. Sonst sieht das bald nicht ganz so gut aus. Da kommen scheinbar Gegner an. Nicht ganz so viele. Okay, alles kein Problem. Alles kein Problem. Ich möchte den Feuerfresser gerne loswerden. Sehr gut. Und Carrion darf erstmal ein bisschen rumwüten hier. Ihr habt bestimmt ihren Spaß jetzt. Ich wollte eine Schildbatterie haben. Genau da. Warum kannst du dir nicht hinbauen? Einmal das bitte. Haben wir zwei davon. Ach, wir brauchen jetzt schon mehr Pylone. Na gut, dann setzen wir mal hier so einen Pylon hin. Oh oh. Ich laufe mal, weil sie mich entdeckt haben. Jetzt kommen sie an mit solchen Teilen, okay. Wenn sie meinen. Die Schildbatterie wird wohl kaum ihre Energie auffüllen können, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. Auf jeden Fall können wir uns mal für einen Angriff vorbereiten, indem wir hier hingehen, unseren Einheiten. Darf natürlich nicht alle losschicken, aber ist glaube ich auch nicht so dramatisch, wenn ich das tue. Leute, seid nicht doof, versammelt euch einfach dahin, okay? Danke. Sollte ein paar Mineralien auch bewahren. Eine zweite Schmiede in Auftrag geben könnte ich auch mal eben. Das könnte ich machen und das machen. Meine Mineralien werden nicht reichen dafür. Jetzt schon. So, Dragona, komm mal mit. Ich werde jetzt tatsächlich mal eben speichern. Nur sicherheitshalber. Oh, nein, ich wollte nicht überschreiben. So,
Ich sehe die Tastatur nicht, das ist ein großes Problem gerade. Und dann schauen wir mal, was ihr uns so entgegensetzen wollt. Die Räuber sollten ausreichen. Das ist doch ein Witz, oder? Sag mal, könnt ihr die nicht angreifen oder was ist los? Die treffen die nicht, okay. Ja, grob, mach kaputt, das Ding. Unverschämtheit. Oh, mach kaputt. Sehr gut, immer schön kaputt damit. Waren die Kugeln der Typen immer schon so hell? Egal. Mach mal hier Klatsche, bitte. Immer schön kaputt machen. Denn ich möchte gerne die Basis haben. Dazu sollte ich mir ein paar Minereien auch bewahren. Kommt mal weiter nach unten. So, die sind auch weg. Scarabs. Um die auch noch wegzuhauen. Hau mal den um, bitte. Oder kannst du das gerade nicht? Hier beide greifen mal das an. Du greifst mal das an. Sehr schön. Lass mal das an. Der hat das kaputt. So, dann ist erstmal das weg. Dann haben wir erstmal Ruhe, was das angeht. Bitte keine weiteren Einheiten hier runterschicken. Müssen wir mal eben kurz auf ein paar zusätzliche Berserker warten, beziehungsweise auf zusätzliche Minereien. Berserker wäre auch nicht schlecht. Denn die nerven jetzt alle die ganze Zeit so rum mit zusätzlichen Feuerfressern und Einheiten. Da möchte ich doch nur in Ruhe hier eine Basis aufbauen. Das ist so unfreundlich. So. Was? Gut, dass die sich nicht tarnen, weil sonst hätte ich ein Problem. Sonst hätte ich tatsächlich ein Problem gehabt. Das kommt mir so hell vor alles. Vor allem die Kugeln der Räuber sind so komisch hell und... Weiß nicht, ob das irgendwem schon aufgefallen ist, aber mir fällt das jetzt gerade auf. So. Basis ist zwar relativ ungeschützt gerade, aber Kerrigan ist ja da. Die haut bestimmt ordentlich rein, wenn nötig. Ich hoffe mal, das ist nicht nötig. Was würde bedeuten, ich habe nicht aufgepasst. Könnte theoretisch auch schon ein paar neue Sonden in Auftrag geben. Oder mal erkunden gehen, oder. So viel zu tun. Auf jeden Fall wird die neue Basis bestimmt hilfreich sein, um unser Mehrereien-Einkommen etwas zu erhöhen. Die hätte ich auch gerne. Wir können übrigens überhaupt keine Flugeinheiten bauen, bis auf Shuttles scheinbar. Gib die Räuber aus, ich baue mal die Roboterfabrik hier hin. Aus dem Grund, dass die ja sowieso so elendig langsam sind und ich wahrscheinlich hier lang muss, so wie es aussieht. Könnt ihr mal spaßhalber einen Berserker losschicken. Boah, ich glaube, das ist mir doch etwas verschwenderisch. Da bauen wir mal eine Zitadelle von Adun hin. Und sind somit erstmal glücklich. Wegen Mineralien könnt ihr schon mal ein paar neue Sonden in Auftrag geben. Das wollte ich schon mal machen. Und könnte ich auch hier runterschicken schon mal. Das ist nämlich gleich fertig und dann gibt es hier auch neue Mineralien. Vespingas brauche ich erstmal nicht, da habe ich genug von. Warpknoten, ich könnte. Hier, ich brauche ein Templerarchiv und das kriege ich erst, wenn die Zitadelle von Adun fertig ist. Dauert also noch alles ein Weilchen. Habe ich da jetzt drei Sonden in Auftrag geben? Ja, habe ich scheinbar, okay. Dann hätte ich gerne einen Assimilator. Sieht doch relativ gut aus bis jetzt. Die Terraner haben es nicht allzu viel entgegenzusetzen. Die gefährlichen Bunker, also gefährlich in Anführungsstrichen, aber den gefährlichen Panzer, den habe ich gleich ausgelöscht zu Beginn. Das war ganz gut. Da sind wir eigentlich relativ sicher. Möchte ich schon mal haben und ihr baut alle schon mal eine Reihe ab. Ja, das ist doch schön. Erhöhtes Mineraleneinkommen ist immer gut. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir nicht zufälligerweise spontan angegriffen werden. Das fände ich dann doch nicht so schön. Ich hätte eine zweite Schmiede in Auftrag geben. Genau, das werde ich mal in Auftrag geben. Dann hätte ich gern einen Shuttle.
Ein Shuttle, dankeschön. Das wird jetzt bereit gemacht. Hier ist noch eine Sonde. Da ist noch eine neue. Komm mal mit. Oh, noch ein Pylon. Hier so. Ich möchte hier gerne so eine kleine Photonenkanonenreihe hinsetzen. Da auch noch ein. Sonst nerven mich die Terraner die ganze Zeit mit irgendwelchen Einheiten. Ja, das Roboter Support Dock hätte ich auch gern. Setz das mal. Ja. Hier müsste mal kurz weg. Da so. Und das Observatorium wäre ganz wichtig. Hier so. Ich hoffe mal, der Ghost, der hier hinten war, greift mich jetzt nicht an. Ach, da steht noch ein Bunker. Ups. Hab ich hier gar nicht gesehen. Bauen wir da mal eine neue von. Und wir haben scheinbar die Räuber-Upgrades. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Keine Einheiten hier reindroppen, bitte. Auf jeden Fall möchte ich mal kurz hinten die Sachen loswerden. Ich weiß. So. Damit hier auch mal Ruhe ist. Ist hier irgendwas sonst? Nö, hier ist nichts. Er ist nur da zum Nerven. Gut. Wenn er meint. Dann kommen wir wieder runter. Und du darfst den nochmal kurz kaputt machen. Upgrades sind fertig, habe ich gehört. Dann machen wir das da. Stehen tatsächlich noch zwei Bunker rum. So. Oh, stopp. Hier, greift den mal an. Und das war nicht ganz so erfolgreich wie gewünscht. Das war sogar ziemlich verschwenderisch. Aber gut, es funktioniert. Das reicht mir erstmal. Dann, ich hätte gerne... Oh, wir haben ein Problem. Komm mal schnell her. Oh, bitteschön. Hahaha. So einfach nicht, Freunde. So einfach werde ich nicht euch zum Opfer fallen. Eine Photonenkanone und zwei Psi-Stürme. Meine Güte. Auch wenn das Teil fast kaputt ist. Zwei Sonden bitte. Noch hier hätte ich gerne noch ein paar. Könnt auch schon mal Vespingas abbauen. Schnellere Shuttle-Geschwindigkeit war hier. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich mache sie einfach erstmal sicherheitshalber. Da ist noch das Ding. Gebt mir mal so einen Beobachter. Dann das Templar-Archiv wollte ich haben. Kann ich jetzt auch bauen. Dann habe ich erstmal alles gebaut, was ich haben will. Hier steht noch irgendwo eine Sonde rum. Da, genau. Dann mal hier hin. Räuber haben wir drei Stück. Da brauchen wir noch einen vierten von. Beziehungsweise machen wir es in der Reihenfolge. Nochmal zwei Sonden. Eine darf arbeiten gehen. Die andere baut mir hier kurz noch eine zweite Photonkanone hin. Dass die tatsächlich von da ankam, hat mich jetzt verwundert. Aber gut, wenn sie meinen, ich werde sie nicht daran hindern. Kann ich auch gar nicht. Und dann werde ich auch noch hier irgendwie eine zweite hinsetzen, so. Damit auch Einheiten durchkommen, dass ich die Sachen natürlich so, wie sie sonst sind. Zwei davon. Und jetzt heißt es erstmal wieder warten, bis wir ein paar Minereien kriegen. Das ist noch dabei, das ist fertig, das wird getan. Gut, wir können jetzt Ruhetempler machen. Und die dann fusionieren. Zusammenwarpen. So. Und mal schauen, was jetzt hier so ist. Terraner. Gut. Oh, ein Raketenturm. Komme ich da durch? Das ist noch ein Raketenturm. Schlechte Idee. Legen wir mal außen rum erstmal. Na. Oder auch nicht. Wir fliegen mittendurch. Ich stehe hier ganz schlecht. Wir bleiben mal dreisterweise einfach hier stehen. Haben wir zumindest einen guten Blick auf alles, was da so kommt. Du stellst dich mal dahin. Dann haben wir einen Blick auf was von da unten kommt. Haben wir die Räuber-Upgrades, die Schadens-Upgrades? Ja, haben wir. Das ist natürlich schön. Kommt über nach vorne. Ich plane nämlich schon mal den nächsten Angriff jetzt. Hohe Templer. Hätte ich gerne welche.
dann komm du mal mit. Oh, Pylon hier so hin. Upgrades sind fertig. Sehr gut. Oh, guck mal. Da sage ich ja nicht nein zu. Wenn ihr meint, mich angreifen zu müssen. Plopp. Und tschüss. Gib nur einen. Danke. So, dann. Wo ist denn meine Sonde? Da hinten. Komm mal her. Ich hätte nämlich gerne eine Schildbatterie. Spontan mal so überlegt. Räuber habe ich schon. Machen wir mal zwei Shuttles. Oder eine Space Marine steht jetzt ein bisschen hilflos rum. Doof gelaufen, würde ich mal so sagen. Pylon an die Seite. Protonkanonen an den Rand. Das ist ein Witz, oder? Ich habe gleich eine Schildbatterie da stehen. Weißt, dass du dann keine Chance hast. Auf Wiedersehen. So, sonst haben wir erstmal Ruhe. Ich send die einfach mal hier unten jetzt hin. Dann, Sonde. Da, komm mal mit. Da wir sowieso nur Bodeneinheit bauen können, kann ich auch gleich ein paar mehr davon bauen. Und zwar davon noch welche. Oder auch nicht, weil wir keinen Vespingas mehr haben. Guda, geh mal dahin. Ganz wichtig. Ah, stopp, das war nicht gut. Abbrechen nochmal. Hier hin. So, dann sind wir eigentlich ausgerüstet. Räuber-Upgrades haben wir. Da stehen nur ein paar Raketentürme rum. Da steht jetzt ein Panzer. Mach den mal weg. Typ. Glaubt, der möchte woanders hin, der Panzer. Ich werde ihn nicht davon abhalten. Kommt mal her hier. Verbündet euch mal bitte. Nicht die ganze Zeit im Kreis laufen. Hört mal, sie tanzen. Die kriegen das echt nicht hin, oder? Ja, komm. Lass es sein. Jetzt aber. Ein paar Berserker in Auftrag geben. Hier noch mehr Berserker. Ich mag Berserker. Die kosten so wenig Vespingas. Die sind immer schön. Da können wir Dragoner bauen. Damit sind wir erstmal fertig. Ich glaube, dann greife ich auch eben an. Das dürfte sich dann ziemlich schnell erledigt haben. Hier. Kerrigan bleibt natürlich in der Base. Und der Rest geht schon mal hier runter. Aber die schnellen Berserker sind gut. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Vespingas, damit ich dieses Upgrade noch in Auftrag geben kann. So. Dann sind wir eigentlich fertig. Können angreifen. Jetzt mal eben die Gruppenzuweisung erledigen. Die Räuber werde ich wahrscheinlich mit den Shuttles transportieren, weil es schneller geht. Das ist dann Gruppe 5. Ihr seid Gruppe 4. Mal hier unten hin, damit er nicht allen im Weg steht. Dragoner und ein paar und die restlichen Einheiten, die hier noch rumstehen, sind dann Gruppe Nummer 3 oder so. Ich hab doch gerade einen Shuttle. Wo war das? Das war kein Shuttle. Ihr braucht nicht beide eure Sachen verschwenden. Einer reicht. Ja, schießt gleich alle los, weil jetzt ja, ich habe ja auch ein bisschen Mineralienüberschuss. Ach Leute, lasst mich in Ruhe. Ach, hier ist das, der Landefrachter. So. Ah, okay. Kein Problem. Dann hätte ich gerne da eine Photonkanone. Um die Basis irgendwie zu verteidigen, wenn ich gleich mal kurz nicht da bin. Kann ja sein, dass er meint, mich dann angreifen zu müssen. Für den Zweifelsfall möchte ich doch irgendwie geschützt sein. So, das sollte reichen, zusammen mit, ja komm, hier noch ein und dann ist aber auch Schluss. Das finde ich nicht genett, was ihr da macht, lasst das bitte. Danke. Die haben echt keine Manieren, oder? Unmöglich sind die, unmöglich.
Ihr Dragoner, wo lauft ihr eigentlich hin? Hm? Wisst ihr nicht, wo ihr lang sollt? Dahin. Irgendwas greift mich wieder an. Ehrlich, die Photonkanone hat eine Reichweite bis dort oben hin. Das finde ich jetzt enorm. Das ist lustig. Aber wie man sieht, manchmal trifft sie nicht, was diese 50% Chance ist halt, dass man trifft oder nicht, wenn man unten am Abhang steht. Sag mal, passt du da nicht durch? Bist du zu fett dafür oder... Okay, die passt da nicht durch. Ich habe nichts gesagt, es tut mir leid. Ihr seid einfach zu fett. Ihr könnt ja außen rumlaufen, aber ich glaube auch selbst dafür seid ihr zu fett. So, Sonde, geh mal weiter Minereien abbauen. Den hätte ich noch gerne. Ja, wir werden angegriffen. Von wegen. Gleich nicht mehr. Mehr Berserker. Dann haben wir auch keine Mineralien mehr und auch gleich kein MC. Habe ich nicht drauf geachtet. Nicht intelligent. Oder nicht clever, sagen wir es so. Aber nicht drauf geachtet. So. Ihr geht mal nach vorne. Gruppe Nummer Dings da kommt mit. Sollte ausreichen. Ihr seid sowieso weit genug weg, dass die mich nicht angreifen. So. Dürfte nicht so problematisch werden, hoffentlich. Setzt mal eure Einheiten hier ab. Und du komm auch mal hier hin. Wir haben auch die Archons gegen Boden ab, gegen Lufteinheiten. So, geht mal wieder weg. Hier kommt mal runter. Zusammen mit denen eine Gruppe in Gruppe Nummer. Moment, das ist Gruppe Nummer 5, das ist 4, dann seid ihr jetzt Nummer 3. Guck mal herkommen. Gruppe Nummer 3. Leute, nicht einfach rumstehen, weitermachen. Ihr geht mal hier lang, zusammen mit Gruppe Nummer 3. Oder geht halt einfach hier lang, kein Problem. Hier gibt es bestimmt nicht mehr allzu viel zu holen. Ach, da geht es gar nicht lang. Ich dachte, da wäre ein Aufgang. Ups, da ist ja gar keiner. Ein paar neue Scarabs in Auftrag geben. Hallo Leute, hallo. Da ist euer Gegner. Bitte angreifen. Oh, seht ihr den dunklen Templer nicht? Oh, wie gefährlich. Na dann. Ich glaube, es sieht irgendwie so aus, als hätten die keine großartige Verteidigung mehr hier. Okay, da sind mir ein paar zu viele. Einmal bitte Gruppen wieder zurückgehen und sammeln hier hinten. So, ihr könnt vorgehen. So, jetzt geht's los. Einmal hier lang bitte. Wir ignorieren einfach die Basis da unten. So wie es sein sollte. Einfach kreuz und quer angreifen. Wobei das wahrscheinlich sowieso nur der Produktionsort für die ganzen Einheiten ist. So, Gruppe Nummer 6. Ihr dürft auch noch mitkommen. Ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass das nicht so problematisch wird. So. Okay, da unten sollte ich am besten keine Einheiten lang schicken. Ungesund, wie ich sehe. Wobei, ich könnte euch ja einfach mal hier unten lang schicken. Das wird lustig. Und die Gruppe Nummer 6 hier, es geht mal hier hin, damit die hier keine neuen Adler produzieren. Das geht mir nicht sonst irgendwie auf den Keks. Hm? Oh, zwei Marines. Macht mal kaputt den ganzen Mumpitz hier. Alles wegmachen, bitte. Du gehst mal zu dem und machst den weg. So. Weg den Blödsinn. Und tschüss. Einmal bitte hier sammeln, Leute. Das sieht im Moment noch ziemlich gut aus. Wir haben noch ziemlich viele Einheiten. Was ist eigentlich mein Ziel? Bring Kerrigan zum... Okay, das kriegen wir hin. Kerrigan, komm mal mit. Dann ist auch gleich die ganze Sache hier erledigt. So. So. Oh, das war blöd. So, Räuber, ich habe nichts zu tun scheinbar.
legt mal hier, aber nimmt mal alles aus. Was ist jetzt wieder los? Ihr habt sie wohl nicht alle, oder? So. Metallcarrying einfach und schickt sie jetzt dahin, dann ist Ruhe. Boah. Viel Spaß. Hier gibt es sonst nicht mehr viel zu erledigen. Noch die Dinger können wir noch kaputt machen und dann ist ja auch wirklich Ende Gelände. Wenn wir Spaß haben, noch mal kurz hier lang gehen. So große Verluste hatten wir tatsächlich gar nicht. Wenn ich mir das so angucke. Die Mission dürfte gleich gewonnen sein. Boah. Sieht gut aus. Warum auch? Warum sind hier Mineralien? Ich glaube, das hat einen speziellen Grund. Aber ich weiß nicht welchen. Der Kristall ist hier, Jungs. Schickt eine Sonde hin, um ihn einzusammeln. Dann ist unsere Arbeit hier beendet. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Kerrigan. Es scheint mehr in euch zu stecken, als der erste Eindruck vermuten lässt. Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Bei dem, was du erlebt hast, kann ich dir das nicht übel nehmen. Los, erledigen wir unseren Job. Oh, Kerrigan hat ja auch so viel gemacht. Sie hat einfach gar nichts gemacht. Okay, sie hat zwei Siegstürme gecastet und das war's. Obwohl, sie hat die Anfangsbasis zerlegt. Na gut, wir haben gesiegt. Und damit ist auch die Mission vorüber. 31 Minuten hat sie gedauert. Relativ lange. Ich habe eigentlich erwartet, dass das schneller vorbeigeht. Aber gut. Ich habe auf OK gedrückt. Das sollt ihr noch nicht sehen. Das seht ihr nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.